Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Wir wollen heute in der Aufnahme ein paar Tierchen fangen. Wo ist das Portal? Dort. Wir fangen uns nämlich ein paar Schäfchen. Du musst nicht da unten sein, danke. Und die fangen wir uns. Hier sind wir. Die sind Level 1. Da brauche ich Holz dazu. Wir gehen mal hier hin. Holen wir uns halt ein paar Level 8 Tierchen. Wir brauchen eigentlich maximal nur 2 Schafe, aber ich möchte gern 4er haben. 2er als Notreserve. Denn das, was ich vorhabe zu automatisieren, ja, das kann auch gerne mal rumspinnen. Und da habe ich lieber Tiere in den Prison Balls of Notreserve, als dass ich dann im Nachhinein wieder welche fangen muss. Was definitiv auch vorkommen wird, und wir genießen erstmal die geile Landschaft hier. Okay, Kakteen. Und Holz. Ja, warum nicht? So ein Kaktus besteht ja auch aus Holz. Ja. Okay. Wir merken uns, da ist das Tor, das sieht man zum Glück auch. Geil. Boah, das ist ja mal geil. Und da oben gibt es auch irgendwas zum Holen. Aber ich glaube nicht, dass wir da rüber können. Denn es gibt ja gewisse Talismane, Ringe und sowas, die auch Hitzeschutz geben. Und ich denke mal, die werden dafür sein. So, wir wollten aber, was? Schafe suchen, genau. Wir wollten Schäfchen suchen. Ressourcen nehme ich natürlich auch nebenbei immer mit. Das muss einfach sein. Entschuldigung, ich habe ein Kratzen im Hals. Okay, ihr seid keine Schafe. Pegus. Muss man nicht kennen, denke ich mal. Und wenn es hier keine Schafe gibt, dann müssen wir wohl oder übel doch auf die Level 1 Map gehen. Bei mir auf der Map habe ich nämlich keine gesehen, aber Füchse gibt es hier auch. Also kommt, dann gibt es hier doch hundertprozentig auch Schafe. Also das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Hä? Lol, ich habe Darks abgebaut, alles klar. Ja, Steine haben wir mehr als genug erstmal in der Base. Titanium, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Obwohl wir das eigentlich gar nicht mehr brauchen. Zumindest fürs Erste. Okay, und das Vorkommen schwebt in der Luft. Nice. Hier an der Seite. Nein. Autsch. Ich möchte hier nicht runterfallen, bitte. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Möchte ich, um ehrlich zu sein, auch nicht herausfinden, ne? So, hier haben wir wieder Kühe. Da hinten dackeln Hühner rum. Na gut, die restlichen Erz lassen wir erstmal. Wir wollten ja hauptsächlich Schafe suchen.
Da oben ist irgendwas gebaut. Ja, gut. Komme ich hier hoch? Ja. Oh ne, ich habe schon gesehen, da hinten rennt wieder einer rum. Ja, ihr müsstet das jetzt auch ganz klein sehen, da unten beim Fadenkreuz. Da rennt wieder was rum. Sag mal, hier gibt es alle möglichen Tiere, aber keine Schafe? Das ist ein bisschen scheiße. Kühe möchte ich ungerne fangen. Ah. Ja, gut. Also Schafe wird es hier wohl doch nicht geben. Oh, eine Kiste. Komm, das schaffe ich noch. Oder auch nicht. Ey. Kupfer. Nice. Hab ich ja nur im Gepäck. Ja. Oh, da hinten war ein Dungeon, habe ich gerade gesehen. Mich verwundert es gerade wirklich, dass es hier keine Schafe gibt. Es gibt in der... Was ist denn das hier? Rote Sandwüste? Gibt's Kühe, Büffel und wisst der Kuckuck was noch alles, aber keine Schafe? Okay. Ja, wir sind da wohl voll. Was ist denn das? Silber und eine Feder braucht man nicht. Hier ist wieder ein Dungeon. Da werden wir noch nicht reingehen. Aber wir gucken mal. Speeding Trail, Beginner. Oh, ist das da oben eine Höhle? Schade. Ich dachte, das wäre eine Höhle. Hm. Schade, ich dachte, das wäre eine Höhle. Dann gehen wir jetzt zum Portal zurück und holen uns doch Level 1 Schafe, weil... Ja. Hier scheint es wirklich keine zu geben. Hier ist Wasser und irgend so ein anderes Gedöns. Hier, ja, ich wusste es doch. Oh, Schwein gehabt. Acht. Nein. Das da. Nice, Schaf Nummer 1. Bleib stehen, bleib stehen. Ey. Komm, bitte, 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 bitte. Hier ist gleich mal das nächste Schaf gespawnt. Ich bedanke mich dafür. Oh, da hinten läuft wieder einer rum. Schaf Nummer 3.
Bleib stehen. Bitte, bitte, bitte. Nice, Schaf Nummer 4. Wir haben alles, was wir brauchen. Wo ist er denn? Hier. Vorher möchte ich aber... das. So. Was hast du denn zu bieten? Nee, nee, danke. Meins ist da besser. Boah, wie geil das aber einfach hier aussieht. Boah, ob man auch so ein Pavillon bauen kann, das wäre geil. Das wäre geil. So. Ach, ich habe da hinten gerade den Pillar gesehen. Okay, ich bin einfach zu voll. Shit, shit, shit. Hier das einzelne Teil werden wir nicht brauchen. Hallo? So. Und wir haben Sulfur. Haben wir das schon? Ich glaube, wir haben das schon. Da unten ist unser Tor. Lol, der spawnt da hinten ernsthaft. Alter. Jetzt spawnt am Tor Schafe, wo ich sie hätte am frühesten gebrauchen können. Wow. Was soll man dazu sagen? Dann nehmen wir uns noch ein paar Erze hier mit, wenn wir schon mal dabei sind. Vielleicht kriegt man das mit den 1000 Stonebreaken ja auch nochmal hin. Stein an sich brauche ich erst einmal wirklich überhaupt nicht. Kakteen können wir aber mitnehmen. Wir können mal gucken, was bringt denn so eine Kaktee? 50 Gold. Bei 100 wären das 500. Das wären... Oh, wäre schon ein bisschen was. Wenn wir davon 8 Slots voll haben und die verkaufen im Markt. So, bitte einmal Ausdauer regenerieren. Danke. Ja, wow. Hä? Warum? Jetzt. Jetzt kann ich das euch auch mal mit der Wolle zeigen. Scheiße, wenn ich sie einsammeln könnte. Komm her. Wir haben jetzt 3 Wolle. Eine bringt 500. Und jetzt rechnet mal 100 Stück. Kann man voll machen. Das wären 5000. Und das mal 8. Das wären 10, 20, 30, 40.000 Gold, was man da machen kann. Also, ich sag mal so, beschweren tue ich mich da nicht. Weil Gold ist Gold, das braucht man zum Waffen reparieren und das geht bei Zeiten alles wieder flöten. Also, ja, deswegen mache ich das mit Schafen. Ich weiß jetzt, ich glaube, kann man das, so ein Batterie-Dings-Generator auch mit Bären automatisieren? Weil Bärenleder bringt natürlich auch ordentlich Geld. Aber, ja gut. Und bei den Ärzten wisst ihr ja, ich sag immer, lieber zu viel als zu wenig. Denn man braucht die später 100 pro wieder für irgendwas. Vor allem das Kupfer.
Jetzt machen wir vieles mit Eisen und Stahl. Und ich kann mir gut vorstellen, in irgendeinem Zeitalter brauchen wir wieder Kupfer ohne Ende, weil da wird wieder irgendwas automatisiert. Wo man vielleicht, keine Ahnung, Kabel braucht oder sowas. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Die Dungeons auf dieser Map werde ich in irgendeiner anderen Folge machen. Da ist das Tor. Wir gehen jetzt erst einmal zurück, denn wir haben das, was wir brauchen. Da ist unsere Base. Das könnte man ja eigentlich auch gleich mal hier umbenennen. Base. Das haben wir erledigt. Erledigt. Halt hier. Und da waren wir noch nicht. So, Base. Da wollen wir hin traveln. So, Entschuldigung, hab gerade einen Schluck getrunken, ne? Ach, dass das Laden immer so lange dauert. Ich wollte jetzt gerade lesen, was da stand. So, die nehmen wir auch wieder mit, denn ich glaube, für irgendwas braucht man die doch. Stimmt, wir hatten doch hier so eine Aufgabe. Hier, 5000 Gold mit Wasser einnehmen. Ja. Ja, genau. Die Kakteen da rein. Alles andere darf ich erstmal wieder waschen. Genau. Wir machen erstmal schnell die Erze hier. Oh. Oh. Da war ja was. Wir können Gold schmelzen. Das hier raus. Das da rein. Das da rein. Das dort rein. Das kann alles erst einmal raus. Mobblut müssten wir später auch noch einschmelzen. Und ich brauche unbedingt Stahlkisten. Unbedingt. So, in der nächsten Folge wollte ich ja die ersten Sachen automatisieren. Dann werden wir uns heute erst einmal nur um... Oh, ich habe sogar schon Wolle. Hä? Ach, die ist gewaschen. Wow. Das muss ich noch waschen. Das ist alles gewaschen. Ja, gut. Da werde ich mich jetzt noch darum kümmern, ganz in Ruhe. Waschen. Alle einmal waschen. Ja, kommt, die hauen wir hier rein. So. Erstmal das ganze Eisen jetzt, denn wir müssen unbedingt auch wieder Stahl herstellen. Und Eisen scheinen wir ja en masse zu haben. So, Kupfer da rein. Sulfur, das hatten wir doch, glaube ich, schon irgendwo. Das ist Sand. Das kann da rein. Kristalle sind da hinten. Hier unten, wusste ich es doch. Sulfur. Dried Iron Ore. Ja. Okay, die müssen wir auch noch. Na, ihr wisst schon.
Da sind die Pillars. Raus und raus. Das da rein. Raus, das da rein. So, die Seeds waren hier oben. Level 9 und eine Level 8 Kuh. Ja, gut. Das Wasser da rein. Das da rein, das da rein. Das da rein, das da rein. Haben wir irgendwo Kacke da hinten? Das behalten wir mal. Das waren die Schwerter. Hier war der Mobloot drinne. Warum stackst du das nicht, wenn ich das darüber schmeiße? Hier genauso wenig. Oh, du da raus. Und da bitte rein, danke. So, das alles raus, das alles raus. Das war's dann. Leder da rein und diese spitzen Dinger hauen wir damit rein. Hier ist Silber fertig. Da hauen wir jetzt eben einfach mal Gold mit durch. Kupf. Ach nee, das war hier Eisen. Das kommt dann dort hin. Da kommt. Ja, no. Okay, dann muss ich das auch noch waschen. Hier kam Gold rein und da hinten sind. Ah, okay. Waschen. Waschen, waschen. Waschen. Stahl hatte ich, genau hier. So. Mal ein bisschen Platz schaffen im Inventar. Das, 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 das. Warum habe ich hier einen Titanbogen? Den können wir verkaufen, ne? Genauso wie die Sachen, die können wir auch verkaufen. Und das da. Denn wir werden uns um alles aus Gold herstellen. Das macht 200 Attack Damage. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen Goldschwerter. Das macht 160. Das macht 160. Aber ich werde die anderen nicht verkaufen. Die werden definitiv aufgehoben. Die waren hier drinne. Da und dahin. Ja, wo hier kann man picken und so machen, genau. Durability 100. Die hat allerdings 180 Durability. Ah, was macht man da jetzt? Oh, ich hoffe, es gibt irgendwann noch bessere Picken. Und eine Axt. So. Goldtechnisch haben wir jetzt alles. Das ist gleich fertig. Ich werde jetzt offscreen ganz in Ruhe die Erze alle noch durchrattern. Und in der nächsten Aufnahme fangen wir mit der ersten Automatisierung an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Rockstar, dance until I drop.